herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Veranstaltung. Auch nochmal vielen Dank auch für diese Organisation dieser Veranstaltung, die, glaube ich, sehr wichtig ist, um unsere Forschungsthemen ein bisschen darzustellen. Die einen oder anderen haben mich vielleicht in der letzten Woche auch schon an anderer Stelle gehört. Und ich verspreche Ihnen, ich erzähle heute etwas anderes. Und ich werde Ihnen heute auch ein paar neue Ergebnisse vorstellen, die wir bisher noch nicht gezeigt haben. Und glaube, ich könnte Ihnen ein paar ganz interessante Neuerungen zeigen. Vielen Dank auch an den Herrn Professor Hasenauer, dass Sie das Thema Kohlenstoff im Wald so breit eingeführt haben. Und ich möchte jetzt ganz speziell ein bisschen darauf eingehen, was die Genetik zu diesem Thema sagen kann. Das Thema ist also die Assisted Migration, die unterstützte Wanderung von Bäumen, die wir als Anpassungsmaßnahmen im Klimawandel sehen und deren Beitrag für die Erhaltung des Kohlenstoffpotenzials der Wälder, europäischer Wälder. Ich versuche das jetzt mal. Okay. Vielleicht mal ganz generell, wir beschäftigen uns am BFW in den letzten Jahren ganz, ganz stark damit, welche Maßnahmen dazu beitragen, unsere Wälder klimafit zu machen. Und Sie wissen das alle, der klimafitte Wald ist derzeit in aller Munde. Jetzt gibt es nicht nur den österreichischen klimafitten Wald, sondern es gibt ganz europaweit, weltweit, diskutieren wir mit Wissenschaftlern über den klimafitten Wald, aber nicht unter dem Titel Klimafit, sondern unter dem Motto Climate Smart Forestry. Und viele stellen sich immer die Frage, was beinhaltet diese Climate Smart Forestry? Sie besteht aus drei Prinzipien. Einerseits diskutieren wir immer, welchen Beitrag Wälder leisten, um weiterhin Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu binden, um sozusagen, das ist das, was der Herr Hasenauer angesprochen hat, dass der Wald tatsächlich dazu beiträgt, den Klimawandel etwas abzumildern. Zweitens geht es auch darum, dass wir den Wald an den Klimawandel anpassen. Das heißt, wir wollen aktive Anpassungsmaßnahmen setzen, dass wir eine höhere Resilienz im Wald haben, dass der Wald, wenn eine Störung eintrifft, nicht so stark betroffen ist und dann durch Feuer, durch große Borkenkäferereignisse auch schnell wieder Kohlenstoff verloren gehen kann. Das heißt, es geht um den resilienten Wald. Und drittens geht es beim Climate Smart Forestry auch darum, die Waldproduktivität und natürlich auch die Holzproduktion zu verbessern, und damit auch die nachhaltige Einkommen der Waldbesitzer und Waldbewirtschafter. Wir haben am BFW in einem größeren Projekt vor ein paar Jahren viel über diese verschiedenen Anpassungsmaßnahmen nachgedacht, und diese Abbildung kennen einige von Ihnen vielleicht schon. Wir nennen sie die drei Verteidigungslinien, um die Waldökosystemleistungen im Klimawandel auch tatsächlich zu erhalten. Verteidigungslinien deswegen sind ein bisschen nacherfunden, einer Burg, die am Anfang von einem Burggraben, ein Burggraben kann relativ einfach überwinden werden, verteidigt wird. Und die ganz einfachen Anpassungsmaßnahmen sind eben die Assisted Migration, die Verwendung anderer Genotypen unserer heutigen Baumarten, aber auch zum Beispiel bestimmte waldbauliche Maßnahmen. Daneben gibt es dann stärkere Maßnahmen, wenn wir viel verstärkt Baumartenmischungen setzen, wenn wir auch auf nicht-heimische Baumarten setzen. Aber das sind Maßnahmen, die schon etwas stärker eingreifen und auch die Ökosystemleistung, die die Wälder bringen, am Ende auch stärker verändern. In meinem heutigen Vortrag möchte ich mich vor allem auf diese ersten Maßnahmen beschränken und mich ganz, ganz stark darauf fokussieren. Ein Thema, ich habe das vielfach schon sozusagen vorgestellt und einige Forstbetriebe haben sich dieses Themas auch schon angenommen, ist die Veränderung natürlich unserer Bewirtschaftungssysteme. Und ein Thema ist, Bäume brauchen Platz. Ja? Das sind in der Vergangenheit andere Systeme gefahren worden. Man hat gesagt, sozusagen andere Verjüngungsverfahren gesagt. Heute sagen wir, sehr früh durchforsten, sehr stark durchforsten und sehr selten durchforsten, einfach um die Stabilität des Einzelbaumes zu verbessern, um die Wasserverfügbarkeit zu verbessern, um eine bessere Wurzelentwicklung zu gewährleisten und damit auch die Nutzungs-, sozusagen die Umtriebszeit zu reduzieren und damit das Risiko für den Einzelbaum. Ja, da gibt es zahlreiche Studien. Mein Hauptthema ist allerdings das Thema Assisted Migration beziehungsweise der Assisted Migration und der assistierte Genfluss von Bäumen, um die Wälder daran anzupassen. Sie sehen hier mal ein stilisierte Verbreitungsgebiet einer Art, hier im unteren Teil das Verbreitungsgebiet heute.
jetzt wird es wärmer, jetzt verliert diese Baumart im Süden ihres Verbreitungsgebiet Areal. Das heißt, hier kommen Störungen, hier wird es zu trocken für die Baumart. Auf der anderen Seite im Norden kommen neue Gebiete dazu, wo die Baumart bis jetzt noch nicht wachsen konnte und wo es jetzt aber interessant für die Baumart wäre, auch vorzukommen. Und das Thema Assisted Migration nimmt einfach das Thema auf, dass unsere Baumarten nicht fähig sind, innerhalb von 100 Jahren oder noch schneller sozusagen diese Wanderungswellen selbstständig durchzuführen. Das wissen wir. Wir wissen ganz genau, wie lange es gedauert hat, bis die Baumarten aus ihren Refugien wieder nach Mitteleuropa eingewandert sind. Das waren viele tausende Jahre. Und wir sehen, die Geschwindigkeit des Klimawandels ist einfach zu groß, um das sicherzustellen. Und indem wir im Süden wichtige Areale verloren gehen, geht dann auch das genetische Potenzial verloren. Das heißt, diese Anpassung der Baumart an das Klima im Süden verschwindet einfach, weil die Baumart dort aussterbt, würde aber woanders gebraucht werden. Und das Thema Assisted Migration nimmt also die natürliche Wanderung dieser Baumart weg und diesen extremen Geschwindigkeit des Klimawandels versucht sie auszugleichen. Die große Frage ist, das Assisted Migration ist ein Riesenthema weltweit. Ja. Es gibt in Nordamerika einige Bundesstaaten, in Kanada, die haben das per gesetzlich schon zur Pflicht erhoben. Ja. Also da wird das tatsächlich auch schon umgesetzt. In Europa tun wir uns sehr, sehr schwer damit. Und wir stellen uns immer die Frage, sind wir in Europa schon so weit dafür, dass wir das umsetzen können? Tatsächlich sind wir derzeit noch nicht so weit. Es sind einige Fragen offen. Wir müssen die Frage stellen, welche Baumarten haben die adaptive Variation dazu an Klimabedingungen? Wie können wir wichtige Populationen, wichtige Herkünfte identifizieren? Über welche klimatischen Distanzen können wir die Bäume transferieren? Und welche gesetzlichen und sozusagen administrativen Notwendigkeiten sind gegeben, um einen derartigen Seed Transfer sicherzustellen? Und natürlich auch, welches Potenzial die verschiedenen waldbäumlichen Verfahren haben, um die genetische Vielfalt dieser Population zu sichern. Sie wissen, ich habe in den letzten Jahren in einem europäischen Projekt mich sehr, sehr stark damit beschäftigt. Das ist das Thema, das war das Interreg-Projekt Sastri. Wen das interessiert, hier gibt es unten im Foyer liegen da noch so ein paar Folder, die das Thema Assisted Migration nutzen. Da gibt es hier auch noch so einen USB-Stick mit einem Film dazu, wer sich das genau anschauen will. Und uns ist es jetzt in diesem Projekt zum ersten Mal gelungen, einen harmonisierten Datensatz von Herkunftsversuchen aus ganz Europa zusammenzusuchen. Das heißt, insgesamt haben wir einen Datenschatz von fast 600 Versuchen verschiedenster Baumarten gewinnen können, davon die 7 unserer wichtigsten Hauptbaumarten. Und wir haben es jetzt geschafft, in den letzten Jahren, innerhalb dieses Projekts und in den letzten Jahren, diese harmonisierten Daten auszuwerten und daraus zum ersten Mal Transfermodelle für den Assisted Migration in Europa aufzubauen. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben sogenannte universelle Response-Funktionen berechnet. Das geht sehr ins Detail, indem wir sowohl das Klima der Herkunft, also aus welcher Region stammen diese Pflanzen, als auch das Klima des Anbauortes in ein Modell überführt haben. Und damit können wir feststellen, wie weit ein Baumart oder beziehungsweise eine Herkunft transferiert werden kann. Das ist ein Beispiel, nur diese Karte von der Fichte. Also wie gesagt, das sind insgesamt fast 250 Versuchsflächen drin, mehr als 1000 getestete Herkünfte und mehr als 1 Million getestete gemessene Bäume über einen langen Zeitraum. Was wir damit gemacht haben mit diesen Modellen, da gehen zahlreiche Klimafaktoren natürlich ein. Und im Prinzip haben wir dann diese Modelle eingesetzt, um zu überlegen, an welcher Ort in Europa sollte im Idealfall welche Herkunft gesetzt werden. Und um das ein bisschen einfacher darzustellen, haben wir dann ganz Europa bzw. das Vorkommen einer Art, wie hier der Fichte, unterteilt in verschiedene größere Herkunftsregionen. Für jede Baumart haben wir da 10 oder 11 Stück entwickelt. Und dann haben wir diese Modelle laufen lassen und haben uns geguckt, an welchem Punkt in Europa sollte ich welche Herkunft anbauen, um die höchste Produktivität und das beste Wachstum zu erzielen. Und mit diesen Karten, die wir dann entwickelt haben, können wir dann auch abschätzen, welche Produktivität die Baumarten vor Ort haben. Nur ganz kurz einen Blick auf die Empfehlung, die wir hier für die Fichte bekommen. Da sehen wir eben, dass diese Klimacluster 4, 5 und 7 sind die produktivsten sozusagen im Klimawandel für verschiedene Regionen in ganz Europa.
Das Ganze, diese ganzen Modelle haben wir jetzt eingesetzt für diese 7 wichtigen Baumarten. Die Fichte, die Tanne, die Buche, die Lärche, die Kiefer und unsere 2 heimischen Eichenarten. Können dann genau feststellen, aus welchen Regionen wir das Saatgut heute holen sollten. Und jetzt haben wir uns natürlich die Frage gestellt, was bedeutet das, wenn wir das machen, wenn wir diese Assisted Migration umsetzen, was bedeutet das für den Kohlenstoff, den wir in den Verjüngungen, in den Aufforstungen, die wir mit diesen Pflanzen anlegen, wenn wir die da tatsächlich mal umsetzen? Und zwar haben wir ein paar Annahmen gemacht. Wir haben gesagt, okay, wir wissen, die Fichte geht auf vielen Standorten nicht mehr dort, wo sie in der Vergangenheit gesetzt wurde. Das heißt, wir müssen im Hinblick auf Baumarten uns umstellen. Wir wollen resilientere Wälder. Also haben wir eine Annahme gemacht, wir optimieren unsere Wälder im Hinblick auf Resilienz, auf Klimaresilienz. Und wir schauen uns nur an, natürlich den Effekt von Wiederaufforstungen und nicht den Effekt von Neuaufforstungen auf irgendwelchen landwirtschaftlichen Flächen. Das können wir nicht abschätzen. Und wir schauen uns natürlich nur die Waldflächen an. Ja, das sind diese Annahmen, die in unserem Modell zugrunde liegen. Nur mal als Beispiel, wie wir unsere Baumarten ausgewählt haben. Sie wissen das, die Baumarteneignungen verändern sich. Hier das typische Beispiel von der Fichte. Und Sie wissen auch für verschiedene Baumarten, für die Fichte geht es nach unten, für die Buche geht es nach unten, für die Eichen wird es etwas besser. Also das waren die Annahmen, die wir hier getroffen haben. Das hat uns dann zu diesen Cutten geführt. Ja. Das sind die prognostizierten optimalen Baumarten, die wir unter verschiedenen Klimaszenarien für die Zukunft annehmen können. Und mit diesen haben wir dann unsere Berechnungen gemacht. Und das ist jetzt tatsächlich eine Premiere, weil da haben wir jetzt 2 Jahre daran herumgerechnet. Und es ist zum ersten Mal, dass wir diese Daten auch öffentlich zeigen. Wenn wir nur lokale, also die regionalen Samenquellen verwenden, wie wir es in der Vergangenheit mehrheitlich tun, dann können wir in Beständen, in Jungaufforstungen bis zum Alter 40, ja, also ist das, was in den nächsten 40 Jahren tatsächlich junge Wälder an Kohlenstoff aufnehmen können, je nachdem, welches Klimawandelszenario ich annehme, bis zu 1000 Teragramm oder 1000 Millionen 1.000 Millionen Tonnen Kohlenstoff speichern. Ja? Das sind in diesen jungen Aufforstungen ungefähr 85% des derzeitigen des Treibhausausstoßes der Europäischen Union. Und Sie sehen, das unterscheidet sich. Unter derzeitigen Bedingungen würden diese, also auch bei der Verwendung lokaler Herkünfte, wird das bei den derzeitigen Bedingungen noch deutlich mehr sein. Und je stärker der Klimawandel wird, wir haben ja die verschiedenen Klimawandelszenarien, ganz oben ist das stärkste Klimawandelszenario, das RCP 8.5, da haben wir das 4.5, das ist etwas schwächer. Ja, da geht es um Klimawandel von 2 bis 3 Grad und Current ist das derzeitige Klima. Und jetzt schauen wir uns dasselbe an. Wenn wir unsere Herkünfte so wählen, dass wir überall das Optimal haben und wenn wir diese Assisted Migration tatsächlich einsetzen. Und hier sehen wir, dass wir, wenn wir heute schon Assisted Migration eingesetzt haben, also in der Vergangenheit es schon verwendet hätten, dann würden wir eine Riesenverdopplung von 1700 Teragramm auf 2600 haben. Und selbst wenn wir jetzt das schlimmste Klimawandelszenario eintritt, würden wir mit den jungen Aufforstungen, die ungefähr, wie gesagt, nur ungefähr 40 Jahre, in den nächsten 40 Jahren 156% der derzeitigen EU-Kohlenstoffemissionen speichern können. Das heißt, wir haben 80% mehr Kohlenstoff in jungen Aufforstungen gespeichert. Wenn man sich das nochmal in der Gesamtheit aufsetzt, das ist nochmal die ganzen Zahlen jetzt auf das Jahr umgerechnet. Carbon Sink, also das Kohlenstoffaufnahmepotenzial junger Aufforstungen sozusagen pro Jahr. Unter derzeitigem Stand sehen wir, das ist der rote Balken, da sind wir bei 45 Teragramm. Und wir sehen im Klimawandel der rote, das geht nach unten. Wenn wir aber das optimale Saat- und Pflanzgut verwenden, dann wird es bei dem moderaten Klimawandel deutlich besser. Und bei einem sehr starken Klimawandel ist es immer noch mehr, als wir heute bei der Verwendung lokaler sozusagen Herkünfte haben. Das Ganze haben wir jetzt auch nochmal verschiedene Regionen gerechnet. Und
die verschiedenen Regionen in Europa und prinzipiell sehen wir eigentlich überall dieselben Muster, eine Abnahme, wenn wir die lokalen Herkünfte verwenden und ein deutliches besseres Niveau, wenn wir andere Herkünfte verwenden. Das heißt, das ist eine Riesenchance in den Aufforstungen das richtige Material zu verwenden. Das heißt, wenn wir heute Bäume pflanzen, dann müssen wir die so pflanzen, dass die auch tatsächlich Kohlenstoff speichern können in der Zukunft. Ganz kurz, ganz schon mal vorläufige Conclusions, ich weiß gar nicht, wie in der Zeit bin. Ich habe noch ein bisschen. Ne? Wir zeigen mit diesen Herkunftsversuchsdaten und mit dieser großen Analyse, die erstmalig gemacht wird, dass es auf einer europäischen Ebene diese Assisted Migration möglich ist und dass für jede Baumart es 2-3 Cluster gibt, die optimal sind. Diese Cluster können dann also genutzt werden für Züchtungen und natürlich auch Generhaltung. Und wenn wir Assisted Migration einsetzen, dann können wir bis zu 80% mehr Kohlenstoff auch noch unter diesem starken Klimawandelszenario sozusagen umsetzen. Auch wenn wir gleichzeitig auch dabei sozusagen die Resilienz unserer Wälder stärken. Jetzt werden Sie fragen, wie kann ich das nutzen? Ja, wie kann ich dazu kommen? Und ich möchte hier 2-3 Beispiele erst ganz kurz nennen. Ein Projekt ist zum Beispiel, wir beschäftigen uns damit auch zusammen mit der LIKO und gefördert auch vom FAP, einem Projekt mit der somatischen Embryogenese, wo wir ausgewähltes Saatgut aus Österreich, wo wir wissen, das funktioniert, es hat eine größere Trockenresistenz, das hat ein besseres Wachstum, wo wir das vermehren, um das dann umzusetzen. Das ist ein Thema, wo wir ganz aktiv daran arbeiten. Ein zweites Thema sind die aktuell laufenden Waldfondsprojekte vom BMLRT. Ein Projekt ist das Projekt Waldfit und da sind wir eben dabei, jetzt ein Teilprojekt ist Fichtefit, ein anderes ist das Projekt Ahornfit. Dabei geht es darum, jetzt größere Mengen Saatgut aus bestimmten Ländern, aus diesen sehr guten Herkünften zu holen, nochmal bei uns zu testen und sehr praxisnahe Anbauten damit umzusetzen. Und jetzt kommt die zweite Premiere des heutigen Abends. Wir haben jetzt keine Kosten und Mühen gescheint und ein komplett neues Tool entwickelt, um die Ergebnisse, die ich Ihnen hier gezeigt hatte, auch tatsächlich in die Praxis zu überführen. Und das ist zum ersten Mal auch, dass ich das jetzt neu vorstelle. Wir haben in den letzten 2 Jahren ein neues Tool entwickelt, das nennt sich Seed for Forest Org. Und mit diesem Tool, das haben wir entwickelt in 3 verschiedenen Interreg-Projekten, wo wir immer Geld für genau diese Entwicklung hatten. Aus dem Interreg-Projekt Sustree, aus noch einem anderen Interreg-Projekt Teacher und aus einem Refocus-Programm. Und mit diesem Programm können Sie diese Informationen regional bekommen, welche Herkünfte Sie verwenden sollen. Wir haben hier leider keine Möglichkeit, das online direkt anzuschauen, aber Sie können das, und es wird auf Ihren Handys auch nicht funktionieren. Ich sage es gleich, weil die Daten, die dahinter liegen, ziemlich groß sind. Das sind mehrere Gigabyte und das lädt ziemlich langsam. Aber ganz einfach, Ihnen das vorzuführen. Wir haben hier eine Seite. Sie klicken auf Start, geben dort Ihre Informationen ein, wo Sie hinwollen, wählen Ihren Waldort aus. Dann bekommen Sie hier diese sogenannten Baumartenampeln, ja? Okay. Diese Baumartenampeln zeigt Ihnen für 7 Baumarten mit genau diesen Herkunftsinformationen, welche unter welchem Klimaszenarien diese Baumart für ihren Standes rot oder gelb oder grün ist. Oder für ein paar Baumarten haben wir diese Herkunftsdaten nicht hinterlegt, aber auch da haben wir Baumarten-Klimahüllenmodell dahinter. Sie wählen das Klimaszenario aus und dann bekommen Sie eine Liste der empfohlenen Saatgut-Änderbestände. Hier auf dieser Seite, die können Sie sich sozusagen, Sie klicken hier dann auf diese Seedliste, Get Seedlist. Sie bekommen hier schon mal eine Übersicht der Eignung der Baumart für die jeweilige Region und für das ganze Land. Und Sie sehen hier auf der Karte auch schon, welche Samenbestände für Sie am besten geeignet sind. Diese Liste können Sie hier runterladen, die ist sortiert nach der Distanz zu Ihrem Ort, zu Ihrem Waldort. Sie können sich dann auf einer größeren Karte noch anschauen, wo die verschiedenen Saatgut-Änderbestände liegen. Und ja, das steht jetzt verfügbar. An wen handelt sich das, an wen richtet sich das? Ich sage das ganz gleich. Es richtet sich an Baumschulen, es richtet sich an Samenhändler, es richtet sich an große Unternehmen, die jetzt strategisch planen wollen. Es richtet sich an alle Interessensgruppen, an Stakeholder, auch an die Politik. Es richtet sich derzeit nicht an den Endnutzer, an den Kleinwaldbesitzer, weil er möglicherweise enttäuscht ist, dass er dieses Saatgut heute noch nicht bekommt. Ja? Das ist der erste Schritt, um das aufzuzeigen. In der Zukunft natürlich muss diese Plattform mit Unterstützung all dieser Gruppen weiterentwickelt werden, um dann das Saatgut auch tatsächlich verfügbar zu machen. Das heißt,
es wird weitergehen und damit bedanke ich mich.